Hallo, hier ist der Phil. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier ein paar Boxen aufgebaut. Das ist das neue Teufel Concept E. Das ist ein Nachfolgemodell von einem sehr beliebten 5.1 Surround-System von Teufel. Ist sehr schön modernisiert, hat einen eingebauten Verstärker, braucht also keine extra Box. Hat auch eine eingebaute Soundkarte sozusagen, also da ist ein DAC drin, den kann man also auch per USB direkt an den PC anschließen und es unterstützt Bluetooth. So, dann schalten wir das Ding mal ein. Dazu benutzen wir dieses Ding. Das sieht ein bisschen aus wie eine Bonbondose oder ein Eishockey-Puck. Das ist tatsächlich die Fernbedienung. Man kann nicht alle Funktionen steuern, aber die meisten lassen sich ganz bequem hiermit steuern. Sehr intuitiv, muss ich sagen. Zum Einschalten einfach einmal draufdrücken. Schon läuft das Ding. Man kann die Anschlüsse damit steuern. Dazu komme ich gleich nochmal. Lautstärke. Und eine Mute-Funktion hat es noch. Will man zum Beispiel die Kanäle einzeln ansteuern, muss man das per Hand machen. Das geht aber auch sehr einfach. Man drückt einfach drauf. Kommen wir mal zu den Anschlüssen als nächstes. Hier oben als erstes, das ist der USB-Anschluss. Dann kommt als nächstes drei Klinkenstecker. Das ist, wenn ihr zum Beispiel eine gute Soundkarte habt oder so, dann könnt ihr die hier anschließen, habt dann 5.1 Sound. Dann hätten wir als nächstes den optischen Eingang über Toslink. Da könnt ihr dann zum Beispiel euren Onboard anschließen, dann übernimmt der DAC in dem Subwoofer die Audioumwandlung. Gleiches gilt für den Coax-Anschluss. Der ist eher selten, wird kaum benutzt, aber er ist da, immerhin, nicht schlecht. Hier ist der ganz normale Cinch. Den kennt, glaube ich, jeder, rot und weiß, die Stecker. Und hier unten werden die Satelliten angeschlossen. Damit ist es schön aufgeräumt. Viel weniger Kabel bei einem 5.1-System geht nicht. Finde ich sehr hübsch gemacht. Ist übersichtlich. Und eigentlich alles da, was man braucht, wenn man nicht gerade 5 verschiedene Geräte anschließen will. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum die ganze Zeit ein Smartphone im Bild liegt. Das ist natürlich wegen der Bluetooth-Fähigkeit des Teufelsystems. Das probieren wir jetzt mal aus. Dazu schalten wir das Gerät hier auf Bluetooth und verbinden das Teufel Concept E. Das haben wir jetzt schon mal gemacht. So, und dann kann es schon losgehen. Das war's. Wir haben uns hier immer den Witcher 3 Trailer ausgesucht. Und den spielen wir jetzt einfach mal ab. Schauen wir mal, was passiert. Don't meddle. Take the reward and let's go. Knew you witches wouldn't scorn imperial gold. Tough hunt. Tougher than yours. Die Streaming-Verbindung über Bluetooth ist wirklich extrem einfach. Damit kommt sogar ein Smartphone-Phobiker wie ich zurecht. 2-3 Klicks und schon läuft alles. Übertragung ist auch sehr gut. Das Teufel Concept E unterstützt auch den Streaming-Codec AdaptX. Der hat ein bisschen höhere Qualität als der Standard-Codec. Das ist schon sehr schön gemacht. Schön gemacht sind außerdem auch die Boxen. Die Verarbeitung ist sehr gelungen. Es fühlt sich wirklich hochwertig an. Die sind auch ziemlich schwer. Der Center-Speaker wiegt knapp 1,3 Kilo. Ist also nicht billig, nicht klapprig. Und sie klingen auch wirklich gut. Die spielen ziemlich neutral. Außerdem spielen sie relativ tief hinunter, dafür, dass sie so klein sind. Das heißt, der Subwoofer muss später einsetzen. Dadurch kann man den Subwoofer nicht so leicht orten. Es sind noch leichte Töne, zum Beispiel tiefere Stimmen, kann man auch leicht aus dem Subwoofer heraushören. Aber die Trennfrequenz ist relativ niedrig. Das ist sehr schön. Dann kann man das Ding nämlich irgendwo in die Ecke stellen und vergessen im Prinzip. Er ist ja auch klein genug, also kann man ihn einigermaßen verstecken. Dabei müsste man den Würfel gar nicht verstecken, der ist nämlich sehr schön verarbeitet. Alle Kanten sind abgerundet und das Ding ist komplett clean. Also keine Spalten, kein gar nichts. Sehr schön. Der Subwoofer funktioniert nach dem Downfire-Prinzip. Das funktioniert so. Hier ist der 20 cm Tieftöner. Der ist aus verstärkter Zellulose.
sehr stabil, hat auch eine schön stabile Sicke. Die ist aber gleichzeitig recht gut beweglich, das heißt, der ist nicht brummig, sondern spricht schön knackig an. Und hier ist die Bassreflexöffnung, da wird die komprimierte Luft herausgefeuert, sozusagen, deswegen Downfire. Eben, das kann ein Problem sein, wenn man labile Fußböden hat, zum Beispiel Parkettfußboden oder sowas und empfindliche Untermieter. Dann könnte man hier zum Beispiel eine Gehwegplatte drunter legen. Das würde dem Ganzen etwas helfen. Teufel gibt an, dass der Subwoofer 500 Watt hat. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Das Gesamtsystem hat eine maximale Leistungsaufnahme von 500 Watt. Der Subwoofer selber hält 500 Watt aus. Das heißt, die Spitzenbelastbarkeit ist 500 Watt. Das müsste für 2 Sekunden aushalten, ohne einem um die Ohren zu fliegen. Tatsächlich hat er 150 Watt. Das ist immer noch völlig ausreichend, um einen Raum von 20 bis 30 Quadratmeter sehr schön zu beschallen. Fazit: Teufel hat mit dem Concept i ein sehr schönes, kompaktes 5.1-System entwickelt. Das ist auch für Spieler sehr interessant. 450 Euro ist kein Pappenstiel, aber die Verarbeitung ist super, viele Anschlussmöglichkeiten, Bluetooth-Unterstützung und, das Wichtigste eigentlich, es klingt super.